Ja, hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Da bin ich endlich einmal wieder und ihr seht schon, heute geht es um den Breeze. Ihr habt sicherlich schon gelesen, heute geht es um die Firmware-Updates und Firmware-Upgrades. Speziell halt das Update für die App und das Upgrade für den Kopter. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch natürlich in diesem Video Schritt für Schritt zeigen und erklären. Aber vorweg noch was anderes. Ihr habt euch sicherlich gewundert, ja, wo ist denn der die ganze Zeit geblieben? Auch dafür gibt es eine kleine Erklärung. Ich habe hier mal einen ganz kleinen Ausblick. Schaut mal, Achtung. Ah, ich weiß, das war was kurz, deswegen noch ein halbes Sekündchen länger. Ja, so, das reicht. Weitere Infos dazu noch im Outro. Ja, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Firmware-Update der Breeze-App an. Das kennt ihr ja schon. Ihr geht in den Play Store von Android-Systemen oder in das iOS-System und habt dann hier einmal die Breeze-App. In der Breeze-App werdet ihr dann den Button zur Aktualisierung finden. Ihr könnt natürlich schauen, welche neuen Funktionen hier einmal mit der neuen Version kommen und wann diese aktualisiert wurde. 18.05. ist jetzt hier schon was älter bei mir, macht aber nichts, das Updaten in dem Fall ist hier identisch. Hier einfach dann natürlich auf den Aktualisierungsbutton klicken und je nach Berechtigung, die ihr vergeben habt, habt ihr hier dann noch einmal eine Schaltfläche zum Akzeptieren und anschließend geht es dann auch schon los. Das Ganze wird heruntergeladen, hier in dem Fall sind das knapp 47 Megabyte. Über WLAN macht es natürlich am meisten Sinn, sprich wenn ihr zu Hause seid. Ich habe generell die Updates bei mir auf manuell stehen, denn ich möchte gerne sagen, wann ich was aktualisieren möchte, beziehungsweise ich aktualisiere das selber. Ich spule mal ein kleines bisschen vor und dann geht's weiter. Nachdem die Breeze Cam App einmal heruntergeladen wurde, wird diese natürlich automatisch installiert. Das kennt ihr von euren anderen Apps ebenfalls schon. Hier können wir dann auch gleich in die App hineingehen, indem wir einfach auf Öffnen klicken, um dort zu schauen, ob es eventuell ein Upgrade für den Kopter gibt. In der Breeze App selbst müssen wir natürlich dann schauen, und zwar unter Einstellungen und dem Informationsfeld über finden wir die Möglichkeit, nach einem Firmware Upgrade zu suchen, und hier wird jetzt eigenständig nach einem Upgrade gesucht. Hier steht jetzt bei mir in meinem Fall, ich habe die neueste Version und ich brauche nicht abzudaten. Natürlich gibt es noch eine andere Ausgabe, das wäre dann diese Ausgabe, es ist kein Update verfügbar oder vorhanden. Auch hier haben wir alles getan, was wir machen können, aber wir können natürlich auch Glück haben und es gibt eine neue Firmware, in dem Fall die Download Breeze Cam Firmware 0.1.47. Ja, die wird jetzt hier heruntergeladen, das seht ihr eigenständig von der App selbst. Dafür muss man natürlich im Internet sein, ist ganz klar, und nicht jeder hat das. Dafür gibt es aber noch eine zweite Variante, wie wir hier auch die Breeze Cam App aktualisieren können. Ich spreche das hier einmal ab, um euch zu zeigen, wie das dann anderweitig funktioniert. Zunächst einmal müssen wir den Breeze-Copter einschalten. Einfach auf den Knopf hinten draufklicken und der Copter fährt sich einmal hoch, initialisiert sich. Dabei schauen wir auf das linke vordere Bein, den Ausleger. Das leuchtet derzeit rot, das sollte aber
Fleisch weiß leuchten, manchmal leuchtet es gar nicht, oder violett bzw. türkis. Besser ist, wenn es weiß oder grün leuchtet. Wenn es weiß und grün leuchtet bzw. blinkt, dann können wir das USB-Kabel auf der linken Seite in den Kopter einstecken und ihr habt es gerade gehört, der Kopter hat gepiept und ist jetzt mit dem PC verbunden. Wir sehen das auch, dass das rote Lämpchen jetzt blinkt. Das heißt, jetzt haben wir eine Verbindung zwischen Breeze und Kopter. Jetzt müssen wir natürlich am Computer die Firmware für den Breeze auf den Breeze-Kopter kopieren, einfach markieren und die neueste Firmware auf den Breeze laden. Das kennt ihr ja schon, ganz normales Dropdown. Und anschließend ist diese dann natürlich verfügbar auf dem Breeze. Nachdem wir die neue Copter-Firmware auf den Breeze kopiert haben, müssen wir natürlich den Breeze wieder vom PC trennen. Dafür einfach das USB-Kabel aus dem Breeze herausziehen und in der Folge den Breeze natürlich einmal ausschalten und erneut einschalten, also quasi einmal neu starten, damit der Update-Vorgang beginnen kann. Am Breeze selbst erkennt man vorne links am lila Leuchten, dass die neue Firmware für den Copter installiert wird. Während des Installationsvorgangs natürlich den Breeze nicht ausschalten oder den Akku herausnehmen. So lange warten, bis das Lämpchen erloschen ist. Hier seht ihr noch einmal vorne links, dass die LED erloschen ist. Erst dann können wir den Copter ausschalten, um ihn erneut zu starten. Bei wem die Firmware nicht automatisch installiert wurde, der schaut einfach in der Breeze-App nochmal nach, ob es eine Firmware gibt und kann die dann gegebenenfalls herunterladen. Bei einem meiner Upgrade-Versuche habe ich noch eine weitere Meldung erhalten, die ich euch natürlich auch noch einmal kurz erläutern möchte. Wenn ihr mit dem Breeze und dem Smartphone verbunden seid, bekommt ihr ja die Meldung Connected to, mit wem auch immer ihr verbunden seid. Und mittels des Smartphones wollen wir natürlich dann den Upgrade-Vorgang oder den Suchvorgang zumindest starten. Ihr seht schon hier, das läuft jetzt anfangs wie gewohnt ab, aber der sucht sich hier mehr oder weniger den Wolf. Der versucht hier eine Firmware zu suchen, geht natürlich nicht, da keine Verbindung zu einem Netz verfügbar ist. Das zeigt euch die App natürlich dann an, Netzwerkanomalie, das heißt hier stimmt irgendwas nicht, da müssen wir einmal nachschauen. Ja, und dann kann es natürlich passieren, dass wir einfach in die Breeze-App hineingehen und dann kommt auf einmal diese Meldung hier, das habt ihr gerade gesehen, mit einem penetranten Ton und ihr könnt mehr oder weniger hier machen, was ihr wollt. Das heißt nichts anderes, dass ihr hier ein Update durchführen müsst. Das ist ein Sicherheitsupdate, ein Zwangsupdate. Auch hier kommt ihr nur drum rum, indem ihr wirklich dieses Update installiert. Und ihr seht schon, erst dann hört auch das Gepiepe auf und der Breeze lässt sich dann anschließend auch erst dann wieder fliegen, nachdem ihr ja, das Firmware-Update durchgeführt habt. Ja, liebe Leute, damit sind wir am Ende des Videos und ich hoffe, ich konnte euch hiermit eine kleine Hilfestellung geben. Der eine wird wahrscheinlich doch hier und da das Problemchen haben, dass es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Da scheut euch auch mal nicht, die Cam-App einfach zu deinstallieren und neu zu installieren. Manchmal hilft das schon Wunder. Damit sind wir aber am Ende des Videos. Ich bedanke mich, wie gesagt, schon mal bei euch fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr auch im nächsten Video mit reinschaut. Bleibt mal kurz noch ein paar Sequenzen hinten dran. Da kommt noch mal was für das kommende Video oder eins der kommenden Videos. Da beschäftige ich mich nämlich mal mit einem 4K-PC für 4K-Aufnahmen, die ich ja mit dem Breeze oder mit dem Typhoon H oder mit dem Tornado machen kann. Ich sage tschüss, bis dann. Wir sehen uns. Ciao.